Ich liebe Bier. Und deshalb ist mir Milch egal. Stößchen. Und weil ich Milch so liebe... Yeah, Milch! Kühlschrank inside, die vierte. Ah, lecker. Mann, ich war so kurz davor zu sagen, wie gut es ist. Der erste Blick so, scheiße, schmeckt die Scheiße. Die zweite. Ich weiß nicht, ob meine Milch so, so passt. Okay, jetzt habe ich es auch gerafft, ja. Alles klar. Ist er nicht? Ach so. Hättest du mehr Dekolleté, so meine Milch. Gut, wir nehmen schon auf, alles klar. Was soll ich jetzt? Tor läuft auch. Ach so, wir könnten noch vorher noch mal die Klappe machen. Das wär... Ich muss nicht nochmal aufmachen, ne? Na, du willst doch mal trinken, oder nicht? Ja. Also musst du aufmachen. Ach so. The crazy camera is running with Thüringisch accent. Yes. Begrüßung 1, die siebte. I'm loving milk. Die... Ich schreibe gar nicht mit, vierte. Na dann kommt mal mit. Ja, moderne Landwirtschaft. Das hier ist unser Produktionsfahrzeug. Das ist schon schön. Ich habe ein bisschen Angst, aber das macht alles gar nichts. Die erste. Findest du jetzt meine Schminkerei? Ja, und das fürs Making-of. Das ist aber kein guter Take-out. Die Kriegsbemalung. Begrüßung 2, Take 1. Nee, Take 2. Hey, was machen Sie denn da? Ich wollte mal die Milch von Ihren Kühen probieren. Ja, das geht so aber nicht. Warum denn nicht? Nein. Die stehen doch hier auf der Weide, da kann man doch einfach rangehen. Vielleicht schmeckt die ja gar nicht so gut wie meine Milch. Dann wäre die weibliche Nachzucht, die wir zur Ergänzung brauchen, hatten wir selber. Und der Rest wird verkauft. Ja, also so langsam muss ich sagen, finde ich die Milch auch nicht mehr so gut. Ist das jetzt was, was die eher mögen oder nicht so mögen, wenn man die sauber macht? Das ist ein Urlaubsbruch. Ich denke, viele mögen das auch. Das ist genau wie wenn sie die richtig streicheln. Manche stellen sich dann ganz gemütlich hin und strecken sich. Ich will lieber nicht. Was sie wollen, wird sie machen. Ja. Das ist ganz einfach, wenn ich gleich bleibe nachgewählt. Gut, dann würde ich sagen, mach es gleich mit der nächsten Rutsche. Nicht. Jetzt fass mal hier und dahinter. Aber muss mit ich links. Auch, muss ich nicht aus der Hand schauen. Was für ein. Mit links. Ja, so, so anfassen. Das so, Sarah. So, und jetzt der hintere. Den anderen, der da auf der, der weiter hinten sitzt. Da merkt man schon den Unterschied. Der vorne ist viel strammer, ne? Ja. Ja, ja. Das ist die zweite Idee, die erste war freilich. Bist du soweit? Links ist voller als rechts, weil das links praller ist. Das heißt, der Euter ist strammer. Bedingt. Wenn du mit links und die dritte, so die Ellbogen immer so. Hast du gar nicht. Ich nehm schon mal das Teil. Dann gehst du nicht mehr hin. Oh mein Gott. Okay. Das war aber nicht so gut, glaube ich. Nochmal nächstes. Da fehlt die Technik. Das ist alles in Ärmel gegangen. Hier machst du den Ärmel ein bisschen höher. Also bei mir kommt da nichts raus. Anfassen, hier, den Wurzel links, ja. Da drauf. Das sind wir mit einer Hand hoch, ey. Oh. So rum. Fast. Haben wir das nicht? Die rechte Hand tiefer. Haben wir das nicht? Ja. Laufen wir doch lieber. Stopp. Der Ton ist auf. Wieso ist der denn schon wieder aus? Aber wann? Ja, gerade eben irgendwie wann. Okay. Gleich wieder rückwärts und einrasten lassen.
Was ist das? Yay! Yeah!